Und zack, ab geht die Pust. Ab geht die Pust, ja, ab geht die Pust. Ab geht die Pusteblume. So, Hallöchen nochmal für die YouTube-Leute. Wir hatten hier gerade echt, glaube ich, das läuft immer noch irgendwie oder so. Wir legen ja das Kartenlegensystem. Ja, ja. Wir hatten ja gerade eine ellenlange Diskussion über Pansexualität, so ein bisschen schwul, sexuelle Ausrichtung und Liebe und Borderliner, vor allem Borderliner ist ja, also Borderliner ist ja echt ein Spezialthema. Das sollten wir auch mal ein Video vielleicht mal machen. Und da habe ich auch ganz schön mitgelitten. Ich kenne ja welche, wie gesagt. Und da habe ich echt gelitten, Leute. Boah, was habe ich da mitgelitten bei den Borderlinern. Aber richtig übel mitgelitten. Vor allem, wenn du selber TS bist. Du hast ja, als TS hast du ja selber schon genug mit dir selber zu tun. Und wenn du dann noch Borderliner kennst, hast du aber den Kopf bis hierhin voll. Der steht dir bis hier. Und dass ich eigentlich noch lebe, ist eigentlich ein Wunder. Jedenfalls, die Themen hatten wir gerade, ja, für die YouTube-Leute hatten wir gerade total behandelt. Passt auch gerade zu unseren Singles, weil wir wollen jetzt gerade Singles spielen. Passt ja auch. Weil bei den Singles, wenn wir Singles spielen, versuchen wir ja, wenn sich die Möglichkeit ergibt, ja, wir spielen ja mehr Fantasie, als es da im Spiel eigentlich möglich ist. So viele Möglichkeiten bietet es das Spiel gar nicht. Aber wir versuchen dann immer so ein bisschen so nebenbei so die Klischees zu behandeln. Bei Schwul, bei den Schwuliberts, bei den Lesbobärts und natürlich lustig wird es bei den Heteroberts. Da können wir alle ein Liedchen singen. Bei den Heteros können wir ein Liedchen singen. Ey, du hast den Müll nicht runtergebracht. Die haben es aber. Die Wäsche hängt da immer noch da, die Wäsche! Ich habe die aber noch gar nicht aus der Waschmaschine rausgenommen. Oh! Jetzt gibt's wieder keinen Sex. Jetzt gibt's wieder eine Woche keinen Sex. Da können wir mal so richtig aufdrehen. Bei den Heteroberts, da können wir also richtig aus dem Nähkästchen plaudern. Nee, ich meine so nicht, aber da können wir auf jeden Fall, da können wir schon mal, ne? Da können wir, oh ja. Gut, ja, deswegen, für die YouTube bleibt jetzt ja, und im Chat läuft wahrscheinlich noch ein bisschen gerade rund. Wir haben auch wieder ein bisschen unsere Trolle dabei. Und da meinte ich, wir müssten mal echt Videos zu dem Thema machen, oder? So über die, zum Beispiel mit Schwule zum Beispiel mal Videos machen. Oder mit richtigen Schwulen. Mal ein richtiges Interview mit Schwule machen. Nach Cosima-Art aber. Jetzt nicht, was man immer so sieht, wo da sitzt da einer so im Interview. So hier mit dem Mikrofon. Sag mal, du bist doch schwul, richtig? Und du als Schwuler denkst, ach, du bist aber süß. Ja, da denkst du doch, hey, was? Ach Mensch, du erzählst aber eine Scheiße daher, das ist ja unglaublich. Ja, und oder bist halt total lesbisch und dann kommt wieder so ein Honk. Sag mal, wie ist das denn, wenn man lesbisch ist? Ja, Mann, feucht, du Vogel, feucht ist es, feucht. Ja, mal diese dummen Interviews, das muss man irgendwie, muss mal einer aus der Szene ein Interview machen, seid mal ehrlich. Denke ich mir mal, und zwar Hardcore-Szene. Da, so eine. Und vor allen Dingen auch mal vielleicht mit Transvestiten. Ein Interview mit Transvestiten. Da wird es schwierig, die vor die Kamera zu bekommen. Denn normalerweise viele Transvestiten sind ja eigentlich eher im Untergrund tätig. Ich sage immer Agenten dafür. Sie sind Agenten eigentlich. Und viele TS fangen ja auch meistens in der Transvestie-Reihe so an, weil sie denken, sie sind Transvestit, bis sie dann immer mehr merken, ich bin ja gar nicht Transvestit, ich bin doch eher transsexuell. Das passiert vielen TS-Leuten. Also da ist ja so viel Wirrwarr. Also da gerade hier Transvestit, transsexuell, Androgy und diese ganze Szene, da ist viel Verwirrung, auch selbst bei den Leuten untereinander ist viel Verwirrung. Was bin ich denn jetzt? Bin ich krank, psychisch gestört oder habe ich eine Macke oder so? Also das, bis man sich erstmal findet, ja, oder bin ich schwul, lesbisch, da denkt ja immer, man hat irgendwie eine Störung und was ist jetzt normal, was ist nicht normal, also da kann man ja richtig voll die Videoreihe machen, halt mit Leuten, die es mal wirklich aus der Insider-Szene, wie gesagt, Transvestiten vor die Kamera, ich meine jetzt nicht die Glamour-Transvestiten, ja, die wir alle so kennen, die du auch ständig im Fernsehen siehst, die meine ich jetzt nicht, weil die sind schon auf Akro, aktuell, ich mache Party, geskillt, ich bin ja Glamour vor der Kamera, sondern ich meine von den Transvestiten, die halt ja, normal halt ihr rumtransen halt, ja. Wenn man so mal ein Interview macht oder halt von androgynen Leute, dann die Drag Boys, hey. Also Frauen, die sich als Männer, das ist mal auch mal ein interessantes Thema. Kenne ich auch. Drei? Wohnen aber leider nicht in meiner Aufnahmerichtung, die wohnen leider nicht in meinem Aufnahmebereich. da könnte man echt coole Videos machen. Genau. Das wäre mal was. Mit Insidern, richtigen Insidern. Oder wenn es gerade jemand hört, der macht das dann. Aber mal nach Cosima-Art. Ja, Mann, das wär's. Was? Hey, Hypno? Hey, zusammen. Da sagt jemand, hey! Das wär's mal. Also mit richtigen Schwulen. Lustig wäre auf jeden Fall so eine. Am besten wäre so eine Schwule, die so. Ach Mensch, du machst mich wieder ganz glücklich. Und du siehst wieder aussiehst. Ach, ist das wieder schön. Da kenne ich ja auch, in der 10er auch schon so welche kennengelernt. Ich habe mich mal kaputt gelacht. Das machen die auch mit Absicht richtig. Die üben das, die können das auch, das machen die so mit Absicht. Und manche sind auch wirklich so. Da könnte ich mich mal beölen, wenn die so sind. Die sind immer voll geil. Ich finde die immer voll geil, wenn die so diese richtige Hardcore-Schwulen-Nummer drauf haben. Das ist immer sowas. Oh Mann, ey, das ist echt sowas von. Junge, Junge, Junge. Ja, da machen wir mal Interviews, Mensch. Gucken wir die Leute dafür. Da, ich.
Da habe ich auch so einiges durchgemacht in der Szene, ja. Wie gesagt, da. So los. Das war auch, passt ja auch eigentlich zu Singles gerade, oder? Weil wir spielen jetzt die Lesbo-Bärs. Davor mal immer die Hetero, die Schwuli-Bärs gespielt. Das passt ja auch, dieses ganze Zeug mal darüber zu reden, passt auch in den Game dazu. Ja, passt ja dazu. Komisch, seht ihr? Cosima spielt die Spiele anders. Spielt doch einfach nur. Andere spielen nur. Stell mal vor, ich spiele Sims zum Beispiel, Sims 4. Da kommt dann Laura wieder ins Spiel. Oh Mann. Laura, wenn Laura vielleicht Zeit findet und ich und Laura vielleicht mal ein bisschen so zusammenkommen, so mal ein bisschen intimer, dass wir mal drüber reden können, weil Laura meinte, ich hatte Laura ganz schüchtern gefragt, ob sie mir vielleicht so ein für Sims 4 da, ob sie mir so ein Gebäude ba bauen würde. Und da meinte sie, ja, cool, könnte man mal drüber reden und vielleicht mal machen oder so. Voll geil, oder? Aber dann muss man sich mal zusammensetzen irgendwann. Ich muss mit so vielen Leuten zusammensetzen, die irgendwas machen wollen mit mir. Also völlig verrückt. Und unser Hauptproblem gerade bei Hypnos World ist Zeit. Weil ihr seht, jetzt ist schon wieder 1:17 Uhr. Unser Hauptproblem ist Zeit. Das wäre schön, wenn man die Dinge mal am Tage regeln könnte. Nicht zur Vampirzeit, ja? Wo ich normalerweise dann gucke, ob Natalu schon in ihrer Kiste liegt und friedlich schlummert und nicht wieder agromäßig angekettet werden muss oder sowas. Ja, Mann, ey. Ja, das wäre cool. Stell dir mal vor, wenn Laura uns so ein Gebäude baut. Passt gerade auch gerade zu Singles, oder? Weil Singles ist ja sowas wie Sims. Stellt euch das mal vor, so ein eigenes Hypno-Gebäude in Sims 4. Wäre voll geil, oder? Ich hoffe, das kriegen wir eines Tages hin. So, los, starten wir. Ist so ruhig, oder? Ist so ruhig. Ist so ruhig. Ich höre es nur blasen. Von dem PC. Nicht, was ihr schon wieder denkt. Ich höre es nur blasen die ganze Zeit. Cosima, du redest immer irgendwie manchmal pornomäßig. Nein, das ist so. Glaubt es mir. Oh, geht mal jetzt schlafen, Leute. Jetzt geht mal schlafen. Bestimmt sind hier ganz viele junge Leute. Ihr dürft diese sexuellen Sachen noch gar nicht hören. Ich eigentlich auch nicht. Ich bin ja in meiner zweiten Pubertät. Ich darf das eigentlich auch gar nicht hören. Also, wer jetzt schlafen geht, eine wunderschöne gute Nacht, träumt was Schönes von glorreichen Zeiten in Hypnos World. Ich knuddle mal alle lieb, auch die Flamer, Lamer, Heater. Und bitte, bitte, ja, bitte. Gut. Ja. Starting. Es wurde ja für Singles gewotet. Also spielen wir Singles. Denkt dran, Singles ist langweilig. Das ist total ruhig. Es gibt jetzt keine Action oder so. Ja, Singles ist total entspannt und ruhig. Hier passiert also nichts mehr, Leute. Ihr könnt ruhig schlafen jetzt gehen. Es passiert nichts mehr. Jetzt höre ich mich schon an wie dieser Bernd das Brot. Oh, jetzt mutiere ich noch zum Bernd das Brot. Warte, pst. Also denkt, es passiert hier nichts mehr. Ihr könnt jetzt wirklich ruhig schlafen gehen. Cosima spielt Bernd das Brot. Oh nee, fehlt mir auch noch. Hallo, ich bin Bernd. Ich bin das Brot. Es passiert jetzt wirklich nichts mehr, Leute. Es ist eigentlich schon fast zu Ende, kannst du sagen. Scheiße. Oh Mann, ich will doch nur Gaming machen. Lass mir jetzt mal noch ein Schluck Mutterschiff mitstehen. Jetzt freue ich mich auf die Lesbo-Bärs. Denkt dann, wenn es zu Pornos wird, müssen wir es leider nur noch bei YouTube spielen, weil wir dürfen diese ganz bösen sexuellen Sachen dürfen wir hier bei Twitch nicht spielen. Ich bin ja jetzt schon einmal gebannt worden, steht auch in meinem Profiltext ganz oben. Und deswegen muss ich dann umschwenken zu YouTube und dann spiele ich da halt die sexuellen Sachen. Ab 18 dann eingestellt. Weil ich darf es ja hier nicht. Kriege ich Ärger wieder. Ich bin zu pornös für Twitch, leider. Leider, leider. Als TS vor allen Dingen, als TS. Das ist eigentlich ein ehrenvoller Titel, oder? Wenn man zu pornös wird. Normalerweise, ja, das ist ein geiler Titel. Pausentaste drücken. Oh nein, das ist ja. Ich muss noch umschalten, ja. Und ich muss sowieso umschalten. Ich muss nach da drüben. Und ich habe gesehen, wisst ihr, ich habe einen riesen Fuhpack gemacht. Warum flackert das denn so? Das ist scheiße. Warum flackert das jetzt auf dem OBS? Nee, bitte nicht flackern. Warum flackerst du denn nicht? Ach so, weil ich nicht drinne bin. Flackert immer noch. Warum flackerst du denn nicht? Ach so. Aber ich schalte erstmal um. Vielleicht liegt es ja, weil ich nicht umgeschaltet habe. Ja, wir müssen dann sozusagen. Diskutiert ihr noch über sexuelle Ausrichtung? Also, denkt dran,
Ich bin, sag mal so, pansexuell hört sich irgendwie, hört sich auch schon wieder sexuell an, oder? Also ich liebe alle Menschen. Wenn mich immer fragt, was bist du? Bi, schwul, lesbisch, Hund, Katze. Ja. Warum hat denn das jetzt geflackert, Mensch? Das ist ja gut. Moment, ich weiß, ich bin jetzt ein bisschen langsam. Ich habe auch schon ganz schön viel wieder gequatscht, seid mal ehrlich. Ja, mach mal. Mach mal weg. Nein! Nein! Oh, wo denn du? Wann denn du? Hä? Wo ist denn das jetzt? Ich hab's doch weggemacht. Sind wir noch da? Ach so. Ah, dann muss ich das runterholen. Jetzt habe ich 3 Infotexte. Warum habe ich denn 3? Ach so, eine für rechts, eine und 2-mal für links. Jetzt läuft's. Timer setzen, nochmal aus. Machen wir 50 Minuten, dass ich so spät mache. Ist ja schon wieder spät. Und dann darf ich mich belohnen mit Pfannkuchen. Kriege ich wieder Pickel auf der Brust. Aber dafür haben die Pfannkuchen wenigstens geschmeckt. Nein, warum gehst du jetzt raus? Mach nicht sowas. Ist nicht zu später Stunde. So Leute, endlich, wir sind da. Herzlich willkommen bei den Lesbo-Bärts. Übrigens, einer von den beiden ist, wer jetzt neu ist, ja, für die Alten bitte nicht mitraten, aber für die Neuen, folgende Frage für euch alle, und zwar folgende Rätselfrage, auch für die YouTube-Leute, die jetzt neu vielleicht bei YouTube sind oder so. Warte mal, ich stell mal daneben, vor allem wie so ein Kleiderschrank oder so. Ja, geh mal dahin. Warum machst du das nicht? So, Achtung, folgende Frage. Die mich schon geraten haben, bitte nicht mitraten. Warte mal, was ist denn jetzt? Ich wollte schon wieder Q-W-E-E-R drücken, ja? Oder halt, so. Mann, die sitzt da schon wieder da und die sind ganz schön breitbeinig wieder da. Kleines Ferkel, du. Wer von den beiden, jetzt die Zuschauerfrage, wer von den beiden ist von Hause aus lesbisch? Auch für die YouTube-Leute, ja? Für die YouTube-Leute, die sich jetzt das Video zum ersten Mal ansehen, die keine Ahnung haben, jetzt vielleicht die anderen Lesbo-Bärts-Teile nicht gesehen haben. Einfach so frisch reingeschneit sind bei YouTube oder so. Wer von den beiden ist von Hause aus lesbisch? Einfach nochmal die Frage. Welche Frage will er denn fragen? Hey, Tain arbeitet mit. Und Natalu soll die Peitsche rausholen. Erotische Spielchen. Macht ihr erotische Spielchen im Chat? Und Tain arbeitet mit. Sehr gut, sehr vorbildlich, Tain. Sehr vorbildlich. Er ist ja auch Ausbilder. Ein Ausbilder, der sehr vorbildlich ist. Also bildlicher kann man es gar nicht beschreiben, würde ich mal sagen. Wow. Und Verkaufsdingsbums schreibt einen Roman. Mensch, das kann ich nicht lesen. Ich soll doch spielen. Ich soll doch Gaming machen. Ich mach doch nicht so eine lange Romane. Ich muss doch Gaming machen. Also beantwortet mal die Frage. Aber nicht die schon mitgemacht haben. Wer von den beiden ist von Hause aus lesbisch? Auch die YouTube-Leute bitte. Voten Sie bitte jetzt. Vor allem nachts um die Zeit. Ja, wo andere schon schlafen, mache ich das hin, dann spiele ich hier die Lesben. Ich bin neu hier und wollte mal fragen. Oh, diese Operierungsgeschichten. Da lass mal lieber noch den Mantel des Schweigens drüber, ja? OP-Geschichten und Hormone hier und Drogen da. Lass mal lieber machen den. Wenn wir mal regelmäßig so, keine Ahnung, 500.000 Zuschauer haben, dann können wir mal über diese Sachen reden. Dann haben es auch alle verstanden, weil sonst muss ich das jeden nochmal neu erzählen. Besser, das haben dann sozusagen mal 500.000 Leute gehört und dann erzählen die es rum ohne Ende und dann haben wir das Thema durch. Dann spricht da keiner mehr drüber. Weil alle total geupgradet und abgeschreckt sind. Sozusagen, das ist ja alles langweilig, wissen wir alle schon. So, aber nicht jetzt. Jetzt lohnt sich es noch nicht. Jetzt lohnt sich die Message noch nicht. Vielleicht irgendwann mal, wer weiß. Hat beide nicht mein Typ. Hey, komm nicht so, Natalu, komm nicht so. Eine musst du lieb. Komm, welche Natalu? Welche willst du haben? Nicht so, Natalu. Du musst dich jetzt für eine entscheiden. Eine musst du lieben. Eine wird deine Freundin. Denk dran. Also, links Lesbe. Tain sagt links. Das klingt ein bisschen irgendwie so. Das klingt so lieblos, wenn du das schreibst. Links Lesbe. Das klingt so wie, Achtung, Fahrbahnwechsel oder so. Achtung, Spurwechsel. Wie bei ETS oder so. Achtung, Counter von rechts oder Achtung, Champion von links. Ja, irgendwie so. Mach doch nicht so eine Dinger, Tain, Mensch. Tain sagt, links Lesbe.
Was wird noch? Wer sagt's noch? Rechte, denke ich. Ivy, Ivy oder so. Ivy, sag mal, ist IVY. Ist das Yvonne? Ist IVY89. Bist du die Yvonne? Ich weiß nicht genau. Es könnte sein, dass es die Yvonne ist. Ich war mal auf einer drauf, die hatte auch so ein komisches irgendwas mit Iblo, blablabla. Und auf ihrem Profiltext stand dann aber, dass sie Yvonne heißt oder so. Ich weiß aber nicht, ob das die ist. Poison. Und ist lesbisch. Wer ist lesbisch? Poison Iblo? Wer ist lesbisch? Wir spielen hier. Voll die Fragen hier. Weiß ich nicht. Ich kann jetzt nicht so viel lesen, wenn ich so viele Fragen. Warte, ich nehme dann Natalu, das ist okay. Dann muss sie kein. Nein, ihr müsst jetzt sagen, rechts oder. Ja, Yvonne. Na also, Yvonne. Siehste, ich habe dich nicht vergessen irgendwie so. Aber das war jetzt nur ein Zufallstreffer, ja? Also nur ein Zufallstreffer, weil ich dachte, das sieht so komisch aus wieder, dieses YVY89. Das sieht so komisch aus und ich hatte schon mal so ein komisches Gefühl und das war bei der Yvonne, das muss die Yvonne sein. Hallöchen, Yvonne. Es gibt was, Lesben, die gezwungen werden, lesbisch zu sein. Boah, geil, Mann. Nee, jetzt sag mal, also los nochmal jetzt alle. Schreibt mal, rechts oder links. Wer von deren Frauen, nee, was redest du denn da schon wieder? Also wer von denen ist jetzt hart? Wer von denen, ich sag euch warum, von Hause aus lesbisch. Weil wenn du das Spiel anfängst einzustellen, dann ist eine von den beiden von Hause aus schon lesbisch. Das kannst du nicht ändern, die hast du leider dabei. Aber welche von den beiden ist es? Welche von den beiden ist von Hause aus schon dabei, die du nicht auswählen kannst? Ebenso bei den Schwulibärs. Ja, bei den Schwulibärs hast du auch einen dabei, den du nicht auswählen kannst. Ist halt nun mal so. Bei den Heterobärs hast du dann Friar Fart. Da kannst du auch ordentlich. Aber hier kannst, musst du dich ein bisschen. Was steht da? Und also wer ist es? Schlaf gut. Sonnenblümchen geschlafen. Schlaf gut, Sonnenblümchen. Rechts, links. Tein sagt links. Genau, Tein hat links gesagt. Ich warte noch mal kurz wegen der Zeitverschiebung. Weiß nicht, ob alle jetzt geantwortet haben. Kommt vielleicht noch was. Rechts. Rechts, ja. Totti, wa? Totti, oder? Totti. Genau, Totti. Totti sagt auch rechts. Also. Rechts. Plaru. Ah, Lucy geht auch. Lucy, Schlafchen, Träumerschön. Das ist, wenn Lucy auch geht. Schlafchen, Träumerschön. Also ich löse mal. Die Lesbe, die von... Ey, ihr habt geschummelt. Die Lesbe... Das hört sich irgendwie beschissen an, oder? Wenn du sagst, die Lesbe. Hört sich irgendwie so uncool an. Die lesbische Frau. Ja? Die, oder wollen wir Mädchen sagen? Das klingt niedlicher, oder? Das lesbische Mädchen von den beiden ist... Oder Frau? Wollen wir Frau oder Mädchen sagen? Frau klingt so reif, so... Aber Mädchen ist auch süß. Sagen wir Frau. Sagen wir Mädchen. Sagen wir Girl? Teenie. Nein, nicht Teenie. Tini, da müssen wir wieder aufhören. Genau, also, die von Hause aus lesbisch ist, ist die. Auch für die YouTube-Leute, jetzt habt ihr getippt, ich lasse noch einen. Auch für die YouTube-Leute, die von Hause aus lesbisch ist, ist die. Rechte. Es ist die Rechte. Meistens tippen die Leute mal auf die Linke. Klischee wieder, ja? Klischee. Weil die Linke halt die kurzen Haare hat. Klischee. So, jetzt lasst uns ein bisschen, was wollten wir eigentlich machen? Außer Sex. Sex geht ja leider noch nicht. Übrigens, sie gucken gerade. Nee, sie gucken Horror, oder? Warte mal, wir gucken mal kurz mit rein, was sie gucken. Ich höre nichts. Ich höre kein. Ich mach mal ein bisschen lauter. Hätte man glatt ein Vot machen sollen, oder? Ein Vot drauf. Rechts oder links? Das ist ja mal eine Idee gewesen, oder? Beim nächsten Mal voten wir irgendwas. Wir sind ja hier die Votmeister, wir voten auf alles, weil Voten Spaß macht. Dann können die Zuschauer auch mitmachen, so. Boah, ich sehe mal dieses Horrorbild hier. Wo ist denn jetzt mein Sims, Mann? Singles, besser gesagt. So, wie war denn der Plan? Wir haben jetzt, es ist, könnt ihr das sehen? Ja, es ist Samstag. Wir müssen das Wochenende rum. Übrigens, wir haben uns ein klitzeklein wenig Geld gescheatet, weil wir das ja nicht so oft spielen, das Spiel, damit wir halt ein klein wenig was machen können. Ah ja, ich weiß, was wir wollten. Und zwar,
die eine haben wir ja schon geskillt. Und zwar, wir haben ja letztes Mal das Thema gehabt. Guck mal hier. Warte mal, komm mal ran, Alter. Komm mal ran auf den Meter. Warte. Warum komme ich nicht weiter ran? Geh doch mal ran. Ja, jetzt. Oh, oh. Ach du Scheiße. Ich habe gerade unterm Rock geguckt. Ich habe gerade unterm Rock geguckt. Ich hoffe, ihr nicht. Ach du Scheiße. Sie hat nichts an. Sie hat nichts unterm Rock. Sie hat keinen Slip an. Ach du Scheiße. Und sie ist. Ich will jetzt nicht weiter drauf eingehen. Und sie ist. Sie hat keinen Slip an und sie ist. Ja, wollte ich nur noch sagen. Ich hab's gesehen. Ich hab's leider gesehen. Ich konnte es nicht verhindern. Ich habe direkt drauf geschaut. Volle Rohr drauf geschaut. Aber volles Rohr habe ich drauf geschaut. Das war aber nicht mit Absicht. Tut mir leid. Übrigens, die eine heißt Peck, aber sie heißt irgendwie Passia oder ich habe sie jedenfalls Peck genannt. Die eine heißt hier Peck, die hier ist Peck. Auch für alle Neuen, die dabei sind, die ist hier Peck. Peck. Und die andere ist Red. Und übrigens, Red ist ein Hacker. Ein russischer Untergrundhacker. Ich weiß, klingt jetzt komisch, ist aber so. Hier, ich zeig's euch mal. Und beide haben sie ungefähr die psychologischen gleichen Störungen, ja, also wie zum Beispiel hier, stabil, unfreundlich, sie sind, haben so einen gleichen Level beide. Ob das gut geht, weiß ich nicht. Und hier, zum Beispiel Red, im Moment ist sie Flugblattverteilerin, aber wir wissen, dass sie hat andere Gene. Sie ist eine russische Underground-Hackerin, ja. Und sie will man, unsere Pack will man eine Hochleitungssportlerin werden. Im Moment ist sie noch nicht so ganz, glaube ich, warte mal. Sie ist Amateursportlerin erstmal. Und so wie gesagt, Red ist eine Rebellion. Und jetzt nehmen wir uns erstmal Red an. Und zwar Mission, die geheime Mission Schminktisch. Mach mal weg, mach mal weg. Was, auf was skillt man die Brüstung von? Hä, was denn jetzt? Was meinst du mit Brüstung von? Was? Finde ich zu kindlich. Also Frau, richtige Frauen hier am Start. Ja, richtige, die Männer würden jetzt sagen, richtige Weiber hier. Ja, richtige Weiber, komm mal ran hier. Komm mal ran hier, richtiges Weib hier. So, und die Frauen würden sagen, das sagt man, sowas sagt man aber nicht. Los jetzt, Peck, beweg dich mal ein bisschen, Mensch. Sei mal nicht so steif. So. Seht ihr, jetzt gehen die Probleme nämlich los. Ich will die ganze Zeit Rechtsklick machen, um zu laufen. Wie bei LOL, oder? Bei LOL muss ich Rechtsklick machen, um irgendwo hinzulaufen. Hier muss ich jetzt wieder Linksklick machen. Oh, das macht mich ganz verwirrt, ich sag euch, Leute. Also bei Counter-Strike muss ich wahrscheinlich beide Tasten drücken. Ich sag euch, naja, weiß ich gar nicht mehr, was ich drücken soll. Und weiß ich nicht mal, an welche Knöpfe ich zuerst rumspielen soll. Ja, vor lauter Knöpfe weiß ich nachher gar nicht, an welchen Knöpfen spiele ich dann so herum. Und vor allen Dingen spiele ich auch richtig an diesen Knöpfen herum. Seht ihr? Ich brauche gar keine Gummipuppe. Ich kann es auch ohne Gummipuppe. Gut, weiter geht's. Ab zum Schminktisch. Denn Lesben lieben Schminktische. Klischee, Klischee. Nee, du musst jetzt anders klicken. Mach mal nicht so hastig, Mensch. Du machst mit Genuss. Man geht mit Genuss zum Schminktisch. So, stopp. Dann wollen wir uns mal sehen, was wir aus Red herausholen können, oder? Wusch, guck mal hier. Sie guckt immer ein bisschen ab und zu an, auf Deutsch gesagt, ein bisschen angepisst bei ihrer Hacker-Kumpels, ja? Die sollten eigentlich einen Surfer legen, also einen Tower sozusagen towern, haben aber Scheiße gebaut und neulich beim Abendessen, da hat sie richtig angepisst geguckt. Jetzt fragt er sich, wo gibt's denn das alles bei Singles? Na, nur hier oben in meiner Fantasie. Tja, ich spiele halt anders Singles. Deswegen, wir spielen halt Singles ein bisschen anders. So wie Euro Truck Simulator. Oder halt American Truck Simulator. Oder naja, LOL. Bei LOL spiele ich echt LOL, oder? Seid mal ehrlich. Bei LOL spiele ich ausnahmsweise mal LOL. Seid mal ehrlich. Oder? Seid mal, ich spiele LOL normal, oder? Ich spiele jetzt LOL nicht. Ich habe da keine verrückte Geschichte auf Lager. Oder ich bin irgendwas Verrücktes. Oder ich werde schon wieder irgendwas Verrücktes, oder? Ich spiele LOL, glaube ich, ganz normal. Es kann sein, dass ich bei Counter-Striker wieder mal zu irgendwas mutiere. Denn ich will mir noch meine SWAT-Weste besorgen. Ich will mir eine SWAT-Weste besorgen. Die habe ich schon auf meinem Wunschzettel zu stehen. Könnt ihr mal gucken. Auf dem Wunschzettel könnt ihr mal gucken. Ich will mir für Counter-Strike diese SWAT-Weste besorgen und die SWAT-Mütze. Das kann sein, da mutiere ich vielleicht zu irgendwas. Ja, kann durchaus sein. Also SWAT, CSGO bietet sich ja förmlich an dafür. Ja. Aber ich glaube, LOL spiele ich als normal Cosima. Ich muss ja auch mal ein Spiel haben, wo ich Cosima sein kann, oder? Gut. Übrigens bei den Schwulibärts, da schlüpfe ich dann immer bei Tom rein oder bei Niklas. Dann bin ich einer von den beiden, ja? Also auch wieder psychologisch gestört. Cosima, hast du eine gespaltene Persönlichkeit? Nein, ich bin sie alle.
Eine mutile Persönlichkeit. Ja, ich habe immer Unterhaltung im Kopf. Bleib doch mal jetzt stehen und mach mir dann zurück. So, Achtung, der Schmied. Ich muss sowieso weiter zurück. So sehen wir, kommen wir an den Schminktisch nicht ran. Jetzt! Ihr könnt wieder mitmachen, wenn ihr wollt. Welche Augenfarbe wollen wir nehmen? Wir haben blau, grün, wir haben blö. Warte mal, wir machen mal blau. Lass mal angucken. Guck mal hier. Das ist doch nicht blau. Willst du mich verscheißen? Das ist doch... Oh. Hey, das sieht ja aus wie Eclipse hier. Guck mal, die ist von Eclipse. Maria 2.0. Was, Maria? Maria Magdalena. Fällt mir gerade dabei ein. Sieht denn auf dem Sessel sitzt? Auf was wäre sie? Ja, ich bin, Leute, ich bin schwanger. Ich habe einen ganz schön dicken Bauch bekommen vom vielen Pfannkuchen und alles essen. Dafür habe ich auch mehr Brust bekommen. Das ist natürlich doof. Ich hätte gerne noch ein bisschen mehr Brust, aber dann kriege ich noch mehr Bauch und dann werde ich nachher ein BBW-Girl. Dann bin ich nachher ein dickes BBW-Girl mit riesen Brüsten eigentlich. Ist schon geil irgendwie, aber dann passe ich in meinen Gamersessel nicht mehr rein. Und ich glaube, es gibt keine BBW-Gamersessel, oder? Außerdem will ich auch wieder irgendwas, ich habe auch vor, ich will draußen noch was Dynamisches für YouTube machen. Keine Ahnung, 10.000 Marathon-Kilometer Lauf oder so. Warte mal, ich hole uns mal unseren Kumpel hier ran. Habt ihr ihn vermisst hier? Komm mal ran hier, wir spielen gerade ein bisschen Singles, kannst ein bisschen mitgucken. Das darfst du, da bist du schon alt genug für, ne? Sei mal ehrlich. Aber sei lieb, quatsch mich nicht voll jetzt. Gut, weiter geht's. Guck mal hier, Eclipse. Wow. Yeah. Lächeln? Für Foto machen. Gut. Was für Augen, was für Augen. Die nächsten Augen bitte. Wow. Mensch. Ich muss mal meine Tasten suchen. Ich bin noch lol geskillt. Was wollen wir noch? Das war aber jetzt nicht blau, Mann. Ach so, ja, jetzt schnalle ich das. Wir müssen das kurz aktivieren. Die muss es erst machen. Hey, bleib mal hier, hallo. Wo willst du denn hin? Oh, du machst mich der Pferd. Ja, hallo. Wir sehen, okay, dann machen wir es halt von hier. Zeig mal die blauen Augen her. Deine blauen Augen machen mich so. Wie war das Lied? Deine blauen Augen machen mich so phänomenal. So blaue Augen, wenn ich dich so anschaue, bist du völlig normal. Nee, warte mal. Deine blauen Augen machen mich so. Mann, wie war dieses Lied? Deine blauen Augen machen mich so. Wenn ich dich so ansehe, lalalalalala. Heute ein bisschen. Blau ist so, ja gut. Sieht so ein bisschen Standard aus, oder? Hört jetzt nicht so. Bestimmt auch schön, aber nicht bei der jetzt hier. Warte, blau, blau-grün, hellbraun, blau-grün, braun, schwarz. Wie sieht denn schwarz eigentlich aus? Schwarz wie die Nacht. Oh Mann, habt ihr das gesehen? Das ist aber mehr schwarz-grün nicht irgendwie so. Ah. Schwarz wie die Nacht. Was? Doch, gibt's also dicke Gamers. dicke Gamers. So können Pfannkuchen Frauen schwängern? Ja. Pfannkuchen können Frauen schwängern. Was ist das hier? Fragt jemand. Ja, wenn ich jeden Anfang die Leute mal. Hey, what the fuck? Was ist denn hier los? Hypnos World. Herzlich willkommen im Wahnsinn. Was? Das ist nicht nett. Haha. Was ist nicht nett? Haha. Was meint ihr denn? Ich hasse es. Irgendjemand hasst was. Ihr hasst Pfannkuchen bestimmt. Nein, Pfannkuchen sind schön. Ja. Ich lerne hier noch was Neues. Ja, Teilmensch. Nicht du, Cosi. Die Charakterin, die du in Singles spielst, ist... Die ist schwanger. What the fuck? What? Wo denn? Also nicht... Nee, guck mal hier, die ist doch nicht schwanger. Hört mal auf jetzt, Leute. Wo denn? Wer denn? Oh, die ist aufgestanden. Und sie steht. Warte mal, was... wenn die beide jetzt... ich habe ja gerade einen Gedankentief. Und zwar, wir müssen die da beschäftigen. Die ist unruhig. Die ist ganz unruhig im Schritt. So sind Lesben. Lesben sind manchmal unruhig im Schritt. Klischee, wieder Klischee. Nee, was meint ihr, was wir bei den Schwulibers alles für Klischees aufgebaut haben? Junge. Aber so ist ja die Gesellschaft, ja? Klischees, ja? So ist es. So genau so ist die Gesellschaft. Wir machen nur das, was in der Gesellschaft stattfindet. So, wir müssen die beschäftigen. Die brauchen erstmal eine Beschäftigung. Und zwar, wie sieht sie denn aus? Und zwar Körper, Energie. Okay, das heißt, wir schicken sie mal...
kann man ordentlich auf Klo mal ordentlich so richtig, ne? Und zwar aufs Klo gehen, das ist auch erfrischend für Sie. Hände waschen, Zähne putzen. Dann können wir uns derweile wieder mal, weil wenn wir jetzt jedes Mal kurz klicken, klacker, klicker, klacker, dann fängt die an sich zu bewegen und läuft sich ein Wurm nachher oder so. Also da wird jemand Papa werden. Nein, Mann, das sind doch die Lesbo-Bärts. Doch, könnte sein. Sie kann sich ja trotzdem von der Samenbank, kann sie sich ja praktisch Samen geholt haben. Wenn die ein lesbisches Pärchen oder auch die Schwulen ein Kind haben wollen, die haben ja da auch so ihre Sorgen mit, wenn sie eins haben wollen, geht man zur Samenbank und dann... was stimmt, ich mag immerhin keine Pfannkuchen. Was? Was? Nee, eben nicht. Wer will schon ein Kind, das aussieht wie ein Pfannkuchen? Ja, gut. Nein, die da, ja, das ist das, genau. Die Blonde ist hübscher. Wartet doch mal ab, wir machen beide. Warte mal. Dass die da so eine Haare trägt, da haben die Zuschauer dran Schuld. Hier, die Zuschauer haben gesagt, mach mal die Farbe da. Das ist nicht auf meinen Mist gewachsen. Hier, die Zuschauer. Ihr da. Nee, aber ich fand's auch schön. Okay, Mann, ich fand's auch schön. Aber die Zuschauer haben mitgemacht. Ich war das nicht alleine, Mann. Hat 4. Monat mein Tipp. Was ist er dein Typ? Nein, beide nicht so mein Typ. Nein. Doch, Natalu, du musst eine wählen. Eine bekommst du. Welche willst du haben? Du musst eine wählen. Und sie tut dich dann quälen. So, warte. Ich muss mal gucken. Haben wir das? Schwarz, oh, schwarz wie die Nacht. Mädchen, halt stille. Nee, warte, das war ein anderer Satz. Gut, frisieren, Augenfarbe noch ein bisschen. Blau-grün. Dunkelblau, hellblau, grün, einfach nur grün. Ich mag ja so grün. Ach so, Mist, die haben das andere noch nicht. Hey, wo willst du hin? Wo willst du denn hin? Mann, du machst mich dir fertig in den Kopf, hä? Hier, Schminktisch, los, bei Fuß. Und jetzt mach. Zeig mal grün. Sie rennt da hinten schon wieder. Yeah. Hey, hallo. Wo bist du? Wow, guck mal, die hat Grübchen so. Wer mag Mädchen mit Sommersprossen? Mann. Wer mag Mädchen mit Sommersprossen? Oder Frauen mit Sommersprossen? Wer mag Frauen mit Sommersprossen? Genau, gib einen Ausrufezeichen. Genau, schon passiert. Teilen war schon wieder schneller. Oh Mann, ist kein LOL. Genau, warte mal. Deswegen kommen mal so viele Leute, Mensch. Wunder mich. Was, Singles kennt ja gar keiner. Ja, so, Singles ist ja so ein Insider-Ding. Deswegen wundern mich, dass so viele Leute da sind. Warte mal. Genau, wir müssen mal dir dann gehen die ganzen. Es kommen so viele LOL-Leute. Ist ja gar kein LOL da. LOL haben wir doch schon gehabt. Warte mal, ich schalte mal um dann. Wo ist denn jetzt meine Browser-Tablette jetzt? Stimmt ja nicht. Diese Umwendung. Wo kommen die ganzen LOL-Leute? Singles. Was ist das denn? Flirt of your life. So. Ich wundere mich schon, warum mal so viele Leute um die Zeit vor allen Dingen. Kann ja gar nicht sein, Mensch. Schon gar nicht bei Singles, Mensch. So. Weil Singles kennt ja gar keiner. Das, Singles ist ja so ein richtig brandmäßiger Insider-Tipp. Ja, so ein richtig böser Burner sozusagen. Ein burnender Insider-Tipp, kannst du sagen. Du Pornöser. Welche Augenfarbe wollen wir nehmen? Es sollte schnell gehen. Blau wollen wir jetzt nicht. Ich kenne auf jeden Fall eine, die hat so strahlend blaue Augen, wo du denkst, oh mein Gott, diese Augen. Das reicht. Sonst muss ich an sie denken. Blau-grau? Zeig doch mal, Frau. Das reicht sie sogar. Ey, wo bleibt der Beugung? Komm zurück. Ja, so ist brav. Oh, guck mal, könnt ihr das Bild sehen? Jetzt sieht die aus wie so ein ohne Augen. Jetzt sieht die aus wie ohne Augen, wie so ein Alien, wie so ein
Du siehst doch, du schau, was ist mit dir los? Oh, sie hat gerade die Augen zu. Machst du mich fertig, hä? Oh, jetzt hat sie auch gemacht. Wow. Nee, am besten hat mir noch dieses komische Eclipse. Das Eclipse hat mir bis jetzt am besten gefallen, oder? Seid mal ehrlich, das Eclipse hat zu ihr gepasst, oder? Das war dieses Hellbraun, oder? Sag mal ja. Also Eclipse hat ihr bis jetzt am besten gestanden. Ja, Eclipse. Nicht runter, Mensch, du machst mich die Verrückte, hä? Wusch. Du gehst eine Stimme, hä? Oder was meint ihr, Eclipse, oder? Lol, ich hab grüne Augen, aber ja, ich weiß, dass ich gefährlich bin. Hey, Natalu, hat grüne Augen. Ja, da. Ja, siehst du Yvonne? Geht doch alles, Mensch. Aber war bestimmt schwierig, ein Kind zu bekommen. Als lesbisches Pärchen, genau wie schwules Pärchen, ist bestimmt nicht so einfach, da ein Kind zu bekommen. Also nicht wegen dem Machen, sondern halt wegen der Genehmigungsscheiße. Hier noch ein Stempel, da noch eine Untersuchung, da noch ein Abstrich, hier nochmal die Haare bürsten und dann wollen sie auch noch, keine Ahnung, ja, noch einen Urinabstrich am besten noch von der Frau haben, keine Ahnung. Oder wahrscheinlich sollst du noch die Haare Zöpfe binden. Ja, deutsche Bürokratie wieder. Guck mal, die hat Grübchen. Ich mag das so mit Grübchen. Ich mag mit Sommersprossen. Frauen mit Sommersprossen machen mich besonders. Ich bin ja so verschossen. In deine Sommersprossen. Ja, Mann, du machst nämlich da ganz glücklich. Ne? Wollen wir die Eclipse? Wir lassen erstmal die Eclipse-Augen, oder? Jetzt gucken wir mal. Wir gucken, wie es mit dem anderen Zeug aussieht. So. Und zwar Haare, Fabi. Was haben wir frisiert denn? Ja, bei Frisieren geht doch gar nicht. Noch mal frisieren mal. Achso, nee, dann frisiert sie sich ja nur normal. Das können wir auch vom Spiegel im Badezimmer machen. Nee, Mann. Mach mal Haarfarbe ändern. Das ist doch beides das gleiche. Aber gut. Und wieder zurück. Oh, Backekuchen. Grün. Baby, du siehst irgendwie echt mal aus. Nee, ging alles super, nur die Adoption dauert ewig lang, bis sie durch ist. Also ist sowas von. Wie lange dauert denn so eine Adoption? So, ich muss jetzt mal Kaffee holen. Ja, Mann, hol mal Kaffee. Für mich bitte auch eine mitbringen. Oha, Anzeige ist raus. Was macht denn Tein schon wieder? Tein macht schon wieder Anzeigen. Die Armee, Leute, ja. Das ist die Armee. Tein ist ja bei der Armee. Tein muss noch all seinen Leuten Bescheid sagen, dass sie Hypnos Volt beschützen sollen. Und dann habe ich ein ganzes Heer. Dann kommt noch Mark dazu. Dann habe ich Bodentruppen, ich habe Panzer, ich habe die ganze Armee bei Hypnos Volt dann. Dann kommen noch die ganzen Counter-Striker, die mich beschützen. Und dann habe ich eine richtig üble, böse Armee hinter mir. Dazu kommen dann noch alle Schwulen, Lesben und alles andere noch. Ja, Mann, habe ich ein ganzes Heer. Ein richtig buntes, gefährliches, todbringendes Heer. So, gut. Was meint er dazu? Was sagt er dazu? Wir haben aber zweimal Haare verändert. Kupferblond? Naja, ich weiß nicht. Achso, das ist das. Rotbraun. Schwarzbraun ist die Haselnuss. Schwarzbraun muss doch du Lala sein. Bleib doch mal, wo willst du denn immer hin? Das ist jetzt was? Das sieht ein bisschen. Orange, blond, schwarz. Nee, ich glaube, schwarz. Wow, Mann, oh Mann, oh Mann. Baby. Ganz in schwarz mit einem Luftballon. So, warte. Aber warum haben wir das zweimal? Machen wir halt nochmal schwarz. Mal gucken, was da passiert. Ach, das ist doch so Hautfarbe. Ich hab's falsch gelesen. Oh, Backekuchen. Oh, ein Alien ist geboren. Ein Alien ist gelandet in Singles. Was treibt die da eigentlich für Ferkeleien auf der Toilette? Jetzt benimm dich mal da hinten. Wir sind hier gerade am Rummachen, Mensch. Mit Ranch. Ist jetzt 9 Monate und immer noch nicht durch das
Was durch kann bis zu 2 Jahre dauern. Boah. Wie, ihr habt vorher das Kind, bevor man die Genehmigung bekommt? Das geht auch? Was ist, wenn man die Genehmigung nicht bekommt, dann nehmen sie das Kind wieder weg, oder was? Warte, ich schenke dir 8 meiner MP Green. Das ist besser wie eine Armee-Cousin. Ich schenke dir 8 meiner MP Green. Ein Kumpel von mir war mal bei der MP gewesen. Hier, Platz der Luftbrücke. Als Platz der Luftbrücke noch die Amis waren, da hat mein Kumpel wieder mal nichts besser, weil vorher war er was anderes gewesen. Da war er Leichenfahrer gewesen. Leichenfahrer, der hat mir mal Dinge erzählt, wo ich gesagt, ich esse gerade, hör bloß mal auf deine Scheiße dort, das will ich gar nicht hören. Also Leute, die Leichenfahrer machen, ich sag euch Leute, da vergeht der, was der manchmal erzählt hat, das darf ich euch gar nicht erzählen, was da passiert in diesem Gewerbe, bei Green Eyes und Co., ja, bei dem Tief, so tiefer gelegt, 1,50 tief, kalt in der Erde, was da schief alles läuft und was da alles passiert, das sind Geschichten, das glaubt euch kein Schwein, also das glaubt mir keiner. Und so, danach ist er dann gewechselt zu den Amis, am Platz der Luftbrücke, und da war er dann bei der MP, und da hat er mir mal erzählt, wenn dann so die höher gerankten Typen kamen mit ihren Limos da, mit ihren Autos, und irgendwas hat mit ihren Ausweis nicht gestimmt, dann hatte er die Berechtigung zu sagen, tja, so nicht. Und da musste der andere klein beigehen, weil er war von der MP. Ich weiß nicht, wie mächtig so eine MP ist, also die Leute von dieser MP da. Aber jedenfalls haben die sich dann immer über ihn aufgeregt, also dass er da halt da sich so pingelig hatte. Und er hat es richtig genossen. Er hat diese höher leveligen Armee-Leute, da hat er so richtig schön immer, Achtung, hier Auslass, ja. Voll cool, er hat es immer richtig genossen. Ja, ist zumindest was. Ich glaube, solange die Adoption nicht durch ist, kommen jemand kontrollieren, oder? Ach, die können ja kontrollieren. Die Farbe nehmen wir jetzt aber nicht, oder? Dumm, Hautfarbe war das. Dann noch was, warte mal, hellbraun. Zeig mal, also hatte ich jetzt gerade, ich hatte braun genommen, also, oder? Was war denn das? Komm mal zurück, Red. Du siehst echt mördermäßig. Ja, Mann, es hat so ein Porno, so eine Pornofarbe, oder? Ja, Mann, hast du so eine schöne Pornofarbe. Eine frauenmäßige Pornofarbe. Warte mal, wir hatten jetzt braun, schwarz. Nee, schwarz, nicht weiß. Weiß hat ja die anderes Weiß. Braun und dunkelbraun. Jetzt haben wir gerade irgendwas hellbraun, oder? Braun, was ist ein Braun? Achso, noch ein Tick mehr. Zeig mal, wie sieht das aus? Nee, ist zu viel braun. Dann machen wir das andere braun. Das würde aussehen, als Red immer, als ob Red so oft ins Solarium geht. Und wir wollen ja nicht, dass Red irgendwann so eine alte solargebräunte Ledertasche wird, oder? Nee, das wollen wir Red nicht antun. Nein, dann nehmen wir doch wieder hellbraun. Wir wollen ja nicht, dass hier eine altgebräunte Ledertasche wird. Stimmt's, Red? Lieber so ein bisschen natürliche Bräune. Kurz mal in der Sonne gewesen. Nackig natürlich. Schön. Ich will jetzt auf diese Fantasie nicht weiter eingehen. Ich könnte sie noch schön ausmalen. Nee, aber nicht jetzt. Gut, das war also der magische Schminktisch für beide. Was sagt er zu der Haarfarbe? Oder wollen wir grün nehmen? Hier, wer noch am Start ist, was wollen wir nehmen? Wollen wir schwarz oder grün? Ihr habt die Wahl. Das ist aber jetzt mal keine Großauswahl, ich weiß, aber einer muss ja die Richtlinien festlegen. Was meint ihr? Wollen wir grün oder wollen wir sie schwarz? Sag mal, es ist 1.54 Uhr, sind wirklich noch so viele Leute? Das kann doch nicht sein, dass so viele Leute... Ihr sollt schlafen gehen, hier passiert jetzt nichts, das ist total langweilig hier. Hier ist nichts los. Ja, ihr könnt jetzt ruhig schlafen gehen, ihr verpasst nichts. Ich nehme es auch auf Video auf, für YouTube. Also ihr geht schlafen jetzt, Mensch. Hört auf mich, ich bin Bernd, ich bin Hypno, das Brot. Hier ist nichts los, wirklich, glaubt mir, hier passiert einfach nichts. Schwarz, Tein sagt schwarz. Ja, ich habe seit 9 Jahren eine Freundin. Wieso denkt ihr denn an Adoption noch, wenn ihr euch fragt? Wieso denn? Also, schwarz, weil sie kein... Achso, sagt mir, hey, für die Zuschauer, was soll unsere Red, unsere Hacker, russische Underground-Hackerin, soll sie grüne Haare haben oder soll sie schwarze Haare haben? Was meint ihr? Ich guck mal, ich gehe nochmal vor euch extra näher ran. Also am liebsten würde ich sie jetzt knutschen. Küssen heißt es. Oder knutschen? Knutschen klingt irgendwie leidenschaftlicher, oder? Küssen oder knutschen? Knutschen, ne? So richtig rumknutschen.
Knutschen klingt so leidenschaftlich erotisch, oder? Küssen klingt so, naja, so wie Geschäftsbeziehung, oder? Küssen klingt irgendwie wie Geschäftsbeziehung, sei mal ehrlich. Das klingt so, ja, wie nach dem Theater oder so. Gehen wir ins Theater, kriegst du auch ein Küsschen oder so, können wir küssen. Aber knutschen, oh, knutschen, Leute. Da hast du ganz andere Fantasien. Ja, Mann. Also ich will Red auf jeden Fall knutschen. Was meint ihr, schwarz oder grün? Grüne Augen waren hübscher. Da. Wollen wir mal gucken. Wir können ja auch mal, Tyne ist ja eigentlich einer von der Männergruppe. Wir können ja auch mal die Männern hier eine Chance geben, ja. Warte mal. Zeig mal ja, schwarz mit grün. Oh, Baby. Guck doch mal hier. Guck doch mal hier, Mensch. Achso, ihr könnt es nicht ganz sehen, oder? So, noch ein Stück. Warte mal, kann ich vielleicht noch? Komm nochmal. Oh yeah. Oh no, Mann, es war gerade so schön. Ah, das ist wieder. Lächeln? Genau, fürs Foto. Guck dir den Blick an. Oh Mann. Warten, okay, dann keine Ahnung, für mich schwer nachzuvollziehen, aber wie seine. Nee, schaut doch mal so schön, oder? Was meint ihr? Schwarze Haare oder grüne Haare? Achso, das hat man schon. Nee, doch. Nee, schwarze Haare oder grüne Haare? Bis jetzt hat, glaube ich, nur Time was gesagt. Wusch. Lassen wir sie erstmal so. Wir können sie aber noch stylen. Lassen wir das mal ein bisschen weitermachen hier. So, und zwar, sie sieht noch ziemlich topfit aus hier, unsere Red. Das heißt, wie spät haben wir es dann jetzt? 18 Uhr, das heißt, gibt's Essen. Wegen Essen machen und so. Ja, es ist noch nichts auf dem Herd, oder? Wir hatten als letztes eigentlich gekocht, das weiß ich gar nicht mehr. Wie weit ist denn die andere? Die ist noch am Machen. Dann würde ich mal sagen... Sie macht ein kurzes Nickerchen. Ja, Mann, mach mal ein Nickerchen. Siehst ein bisschen erschöpft aus. Derweil gucken wir, dass... Was macht sie da? Die steht da schon wieder so breitbeinig. Und in den nächsten Spielen werden wir versuchen, ja, in den nächsten Spielen versuchen wir, dass Peg natürlich Red lesbisch machen will. Und wir wissen selber noch nicht, ist jetzt Red schon lesbisch oder ist sie nicht lesbisch? Ja, bei den Schwulibärts wussten, da war es zum Beispiel Niklas unser Problemkind. Wir wussten nicht, weil Niklas ist so ein Hardcore-Metal-Typ. Wir wussten nicht, ist Niklas jetzt schwul oder tut er uns was vorspielen? Ja, für die Gesellschaft und so. Ist er nun schwul oder nicht? Eines Tages kam dann auf einmal die Lösung. Ich verrate aber jetzt nicht was, da müsst ihr die Schwulibärts gucken. Und wenn ihr jetzt denkt, ja, wo passiert denn das alles? Na, hier drinnen. Alles hier drin. Ja, Mann, Fantasie. Ich muss doch meine ganzen perversen Fantasien irgendwo ausleben. So, gut, schön. Weiter. Ist sie jetzt fertig mit allen? Ja, jetzt ist sie auf dem Gehbereich. Und zwar, was machen wir? Sie kann jetzt kochen gehen. Geh mal kochen. Ihr wisst ja, Frauen haben in der Küche zu stehen. Frauen müssen immer in der Küche stehen. Das Leid einer Frau. Sie steht in der Küche. Aber nicht was ihr schon wieder denkt. Nicht um zu kochen, nein. Um zu sehen, ob der Mann richtig kocht. Das war jetzt eigentlich ein Heterowitz für die Heterowitz. Ja? Vergesst den Witz, den bringen wir bei den Heterowitz wieder. Gut, schön. Kochen gehen, los. Attacke. Ja, Mann, wir essen dann... Einer von den beiden muss der Mann sein, ja? Die Leute sagen ja immer, bei den Lesben ist auf jeden Fall einer der Mann. Logisch, einer muss der Mann sein, wenn wir schon bei den Klischees sind. Klischee. Einer von den beiden ist der Mann. Wer ist denn der Mann? Oder sind beide Frauen? Oder sind beide vielleicht Männer? Kann ja auch sein. Ihr seht, wir müssen noch eine Menge Probleme hier lösen bei den Lesbobärts. Was sind sie? Einer der Mann? Beide die Mann? Beide die Frau? Was ist sie denn? Was sind sie denn? Kriegen wir raus. Wir werden sehen, wie sie sich verhalten anhand ihres Verhaltensmusters. Werden wir sie analysieren können. Guck mal, wie schön sie schläft. Richtig süß. Guck mal. Oh. So süß, oder? Guck mal, ihr könnt sie richtig schön so sehen. Ich habe euch das schön eingeblendet. Und die Couch ist auch süß. Eigentlich alles süß. Können wir unter dem Brettchen gucken? Das wäre auch süß. Nein, das habe ich jetzt nur laut gedacht. Habe ich das laut gerade gedacht? Nein, Mann. Oh yeah, Mann. So, geh mal kochen. Was machst du denn da jetzt noch im Badezimmer? Achso, dann kann sie aufstehen. Wir reaktivieren wir reaktivieren Red. Und zwar Red kann dann mal auch mal aus. Oh, guck mal, wie rot ist die Schläge. Guck mal hier. Könnt ihr das sehen?
Manchmal schläft die wirklich so? Das habe ich gar nicht wahrgenommen. Zeig. Lass uns mal kurz in den Traum gehen. Wir gehen mal kurz in ihren Traum rein. Wir gehen mal kurz bei Red in ihren Traum rein. Achtung. Oh. Guck mal, sie träumt. Endlich habe ich eine Partnerin gefunden, dass ich nicht alleine wohnen muss. Alleine wohnen ist blöd. Endlich. Vielleicht wird sie sogar meine gute Freundin. Wir werden sehen. Habt ihr gehört? Habt ihr gerade gehört, was sie gedacht hat? Aber daraus können wir noch nicht schließen, ob sie jetzt lesbisch ist, oder? Tja, werden wir noch herauskommen. Das werden wir noch herausfinden, wenn wir ihre Träume beobachten werden. Oh. Peck, du solltest nicht mehr so viele Pfannkuchen essen. Nein, du siehst geil aus, Peck. Du siehst geil aus. So, und jetzt geh kochen. Geh kochen, Mann. Und aufstehen. Ende mit Nickerchen. Du kannst jetzt mal hier, machst dich mal ein bisschen fresh, hä? Ich freue mich schon, wenn wir sie mal baden sehen. Aber ich glaube, das kriegen wir heute nicht hin. Und Abflug. Renn nicht so. So, jetzt schauen wir uns erstmal an, wie Frauen kochen. Ja? Oder wollen wir uns angucken, wie Frauen auf Töpfchen gehen? Aber, oh, bloß nicht unterm Rock gucken. Guck mal, so gehen Frauen aufs Töpfchen. Wir gucken mal heimlich durch die Wand. Guck mal, wir haben sozusagen den kleinen Voyeurismus. Machen wir mal ein bisschen langsam an die Maus, glaube ich. So stehen also Frauen am Waschbecken. Bei den Schwulibärts haben wir schon geguckt, wie die Männer so, was die Männer so machen. Ja, Mann. Wir haben alles im Griff, oder? Naja, Mann, wir sehen alles. Wir sind überall. Oh, die, halt mal. Boah, die geht aber schnell ab hier. Red ist ja einer von den ganz Schnellen. Jetzt ist die ja schon fertig mit allen, weil du bist ja viel zu schnell gewesen. Na dann komm, dann lass uns doch heute mal ein wenig das Duschen genießen. Dazu erstmal machen wir mal ein richtiges Showprogramm, oder? Nee, machen wir nicht. Doch? Nein. Sag mal, wie sieht das eigentlich auch aus, wenn Frauen ein Handtuch tragen? Komm, das will ich jetzt mal wissen. Zum Duschen wollen wir doch einfach mal, erstmal zieht sich aus. Und dann zieht sie nur ein Handtuch. Da bin ich mal gespannt, wie es mit dem Handtuch aussieht. Jetzt bin ich aber mal wirklich gespannt. Okay, jetzt die Masterfrage für euch alle, für die Zuschauer. Red, ja? Red wird jetzt zum Küchenschrank gehen. Red wird jetzt zum Kleiderschrank gehen und wird sich jetzt erstmal entblößen. Wer es nicht weiß, auf der anderen Seite, da drüben, warte mal, ich zeig's euch mal. Da drüben, bei den Schwulibärts, da wohnen da drüben ganz viele Frauen, wahrscheinlich auch sehr viele lesbische Frauen, die total geil darauf sind, die Schwulibärts zu sehen, wenn sie ins Bettchen gehen und sich ausziehen. Ja, das machen nämlich lesbische Frauen. Klischee! Und die total heiß darauf sind, mal die Jungs zu sehen, wenn sie sich ausziehen. Also, sie sehen ja wirklich schon sehr Adonis-mäßig aus. Ja, da sind da drüben ganz viele Frauen, die dann mal diese Schwulibärts zugucken, wenn sie schlafen und sich ausziehen. So. Jetzt ist es umgekehrt. Jetzt sind ja, spielen wir die Lesbobärts. Jetzt sind da drüben ganz viele Gamer, ja, die mit dem Fernglas stehen. Jetzt sind da drüben ganz viele Gamer, die verpassen gerade ihren Raid, weil jetzt Raid kommt. Die verpassen jetzt gerade ihren Raid, ihren Raid, weil jetzt Raid kommt. Wow, was für ein Wortspiel. Ja? Die, guck mal, Raid kommt. Ey, und deine Kumpels im Teamspiel schon, komm, jetzt unser Raid läuft schon. Nein, jetzt kommt eine andere Raid. Was sind wir für ein Spiel? Ich krieg nochmal ein sprachliches Gehirnschwund oder so. So, da drüben seht ihr jetzt die ganzen Gamer gerade an. Ja? Die warten schon nämlich, dass jetzt Raid ihren Auftritt hat. Okay, wir schwenken mal rüber zu. Sag mal, du siehst von der Seite, siehst du ein bisschen sehr maskulin aus. Aber gut, das sind wir hier gewöhnt bei Hypnos World. So nach dem Motto, was bist du? Mann oder Frau? Kein Problem, kriegen wir einen Griff. Ausrufezeichen Cosimo. Los jetzt. Achso, und was das Wichtigste, die Frage für die Zuschauer. Wenn sie jetzt zu dem Kleiderschrank hingeht, naja, sag mal Kommode. Zu der Kommode und sich nackig macht. Ja? Und sie zieht ihr Handtuch an. Wird man dann ihre Brust sehen, weil sie vielleicht nur untenrum das Handtuch rummacht? Oder macht sie komplett das Handtuch rum? Sag mal jetzt, schreibt mal, sie macht, schreibt mal entweder, unten oder komplett. Ihr müsst da mal schreiben, unten oder komplett. Also wird sie das Handtuch komplett haben? Ja, ihr braucht dann nur komplett schreiben. Entweder komplett oder nur unten, also unten. Schreibt mal unten oder komplett. Auch für die YouTube-Leute, jetzt könnt ihr mitvoten. Das machen wir machen öfter solche Sachen bei Singles mit solchen Fragestellungen, wobei ich meistens immer total verloren habe. Ja, warum verliere ich eigentlich immer noch?
Wir verlieren nur. Wir sind die Luder vom Dienst. Skiller von Natur. Aber unser Fehler ist, wir verlieren nur. Aber manchmal lande ich auf dem Hit. Manchmal. Komplett. Chris sagt komplett. Oh, hallöchen, Chris. Ich habe dich gar nicht wahrgenommen. Aber jetzt. Lesbische Frauen schauen sich nackte Männer an. Irgendwas hast du falsch verstanden, Gosi. Hey, Klischee. Ja, manche Männer denken nämlich, die lesbischen Frauen, die brauchen unbedingt einen Mann. Ja. Tja. Deswegen muss ich auch unbedingt mal ein Video machen mit lesbischen Frauen, damit die Männer mal verstehen, was eigentlich lesbische Frauen sind. Weil viele Männer denken, hey, ich bin ein richtiger Kerl, ich bin sowas von Mann. Ja, und die lesbischen Frauen, die brauchen mich. Ja, ist ja ganz klar. Lesbische Frauen brauchen einfach noch einen Mann, und zwar mich. Klar, klarer Fall. Ja, so denken viele Männer, und das ist aber leider ein Trugschluss. Oder die Fantasie, hey, geil, ey, zwei lesbische Frauen und ich doch dazu. Ja, Mann, das werde ich mir besorgen. Ich besorge mir zwei lesbische Frauen und dann ich noch dazu. Und sie wollen einfach nicht verstehen, dass das leider nicht geht. Ja, Bi-Frauen vielleicht, Bi-Frauen, ja, aber nicht die lesbischen Frauen. Die Hardcore-lesbischen Frauen, also die lesbisch sind, schon gar nicht die Goldsternchen-lesbischen Frauen. Also die, da kommst du, kannst du von träumen. Ja, die sogenannten Goldsternchen. Das werde ich euch mal erklären, was das ist. Hat bei mir auch beigebracht. Also in der Lesben-Szene gibt es da so dieses Goldsternchen-Ding. Und was das ist, das erkläre ich euch jetzt aber nicht. Sag nein, da müsst ihr das Video abwarten, wenn wir mal ein Video mit Lesben machen. Das hört sich irgendwie abwertend an. Mit lesbischen Frauen, so. Also, macht sie jetzt komplett oder macht sie nur unten rum? Dann würden wir die Brust sehen. Ja, Mann. Na, was denkt ihr schon wieder? Da muss ich ja, das darf ich euch gar nicht zeigen, dann werde ich wieder gebannt hier bei Twitch. Geht schon wieder los hier. Darf ich euch gar nicht zeigen. Ich bewege mich hier mit Singles, bewege ich mich auf ganz dünnen Eis. Ganz dünnen Eis bewege ich mich hier. Ja, Mann. So gefährlich ist Singles. Also, komplett. Chris sagt komplett. Natalu sagt komplett. Was meint ihr? Wird, wenn jetzt Red zur Kommode geht und das Handtuch anzieht. Das Handtuch an, was für ein Deutsch wieder. Wenn sie das Handtuch anlegt, wird sie dann auch oben rum oder nur unten rum das Handtuch anlegen? Also sag mal komplett, ja, schreib mal komplett oder unten. Deine verwirrt. Ja, sag mal, Junge, du weißt ganz genau, du hast beim Militär gelernt, wenn du verwirrt bist, setzen, sammeln, Eingriff. Setzen, sammeln, Eingriff. Denk dran. Bop, bop, bop. Jetzt los. Egal, passt. Marc sagt, passt. Der meint was anderes wahrscheinlich. Gar nicht. Marc ist im falschen Film. Marc, du bist im falschen Film. Oder ich. Nein, du musst in meinen Film kommen. Also Marc, zieht sie aus oben. Also zieht sie komplett oder nur unten. So, auf die YouTube, Leute. Jetzt geht's los. Achtung. Red startet jetzt. Und Action. Letzte Möglichkeit, Leute. Noch könnt ihr schreiben. Kann ich verstanden? Ich gehe wen erschießen. Nein. Waffe sichern, Waffe laden und sichern. Hinsetzen. Tein, Waffe sichern. Oh, wir knallt schon. Waffe sichern, laden, sichern, hinsetzen. Singles gucken. Das gleiche Kommando gilt für Marc. Ja, damit hier mal wieder ein bisschen Zucht und Ordnung beim Bund reinkommt. So. So, stillgestanden jetzt. Und los geht's. Ich zoome mal ein Stück raus. Oh, ich hab hingeguckt, Nein. Oh, Leute. Ja, mein Baby, sie macht komplett. Da sagt jemand, hey, cooler Stream, Dankeschön. Cool zurück, ich geb dir cool zurück. Dankeschön. Verstanden, ich gehe in meinen Film. Okay. Perfekt, aber den Kopf zum Beweis bitte hier. Bleib den Kopf? Was redet ihr denn da? Das ist der Kopf von mir. Gut. Bam, bam, bam. Dann ab zur Dusche. Warte. Nächste Rätselfrage. Jetzt bin ich aber mal ganz gespannt. Achso, es geht da nicht. Nee, es geht nicht. Wir hatten nämlich schon mal die Rätselfrage gemacht. Wir haben so lange hinausgezögert. Und zwar haben wir gefragt, wo geht denn der bei den Schwulibärs, wo geht wer hin? Geht der duschen oder baden? Das war ein abgefahrenes Frage. Geht der duschen oder baden? Ja? Ich verrate euch aber nicht, was bei rausgekommen ist. Da müsst ihr die Schwulibärs gucken. Ich will euch ja nicht vorspoilern. Guckt euch die Schwulibärs an und überlegt selber, wo geht der hin? Duschen oder baden? Was ist seine Vorliebe?
Die haben dann herausgefunden, was von den beiden die Vorliebe ist sogar. Unglaubliche Dinge sind passiert. Unglaubliche Dinge. Müsst ihr euch aber selber angucken. So, los, wir wollen aber jetzt, dass sie duschen geht. Oder wollen wir sie baden sehen? Ne, erstmal, wir heben uns das Baden noch auf. Ich glaube, das Baden ist noch erotischer. Lesbische Frauen, die baden. Was gibt es Schöneres? Na, die Bi-Frauen. Bi und lesbische Frauen, ne? Oder Männer. Wenn Männer duschen. Na, warum läufst du? Ich wollte sagen, warum läufst du nicht? Na, drück mal die Pause weg. Ja, Baby, zeig uns die Dusche. Oh, ich kann ja durchgucken, wir können durchgucken. Sag bloß, wir können jetzt alles sehen. Sieht sie sich aus? Oh Mann, wir können ja alles sehen. Hulidulidu, schnullibulli, schnullibulli, uiuiui. Ach, du heiße Nudel, ach, du heiße Nudel. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Uiuiuiui, uiuiuiui. Wir gucken mal durch die Blume, ja. Wir gucken mal hinter die Blume vor. Wir spannen mal ein bisschen. Oh, oi, 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 oi. Tut mir leid, Leute, ihr wisst ja. FSK. Heiß, heiß. Heiß. Ich meine, das Wasser ist heiß. Nicht, was ihr schon wieder denkt. Ihr denkt schon wieder, keine Ahnung, was ich rede. Ich rede vom heißen Wasser. Was ihr da wieder denkt, ja? Dann muss man mal, ich habe noch einen Schluck Mutterschutz mit. Bei so viel heißem Wasser werde ich schon wieder ganz heiß. Junge, Junge. Ja, Nathan, du schlafst schön, wir hören auch gleich auf. Ach, guck mal, der Wecker klingelt auch schon. Genau, wir hören jetzt gleich mal auf. Dann haben wir wieder ein bisschen Singles gespielt. War ja wieder lustig. Erstmal piep, piep, piep wegmachen. Piep, 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 piep. Genau, wir haben noch einen Augenblick Zeit. Wir haben ja 50 Minuten gemacht. Wir haben ja vorher auch viel geredet. Oh ja, wir müssen dann abbrechen wieder. Dum, 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 dum. Ich glaube, der Livestream, ist der Livestream ausgegangen? Warte mal, ist der Livestream ausgegangen? Warte mal, der Livestream ist ja aus. Warte mal, ich mach mal aktualisieren. Ist er noch da? Bei mir zeigt er offline ja. Nee. Das habe ich auch schon fertig gemacht. Ich habe nur einfach weitergespielt. Ist ja nicht schlimm, wir haben es ja aufgenommen. Wir haben es ja aufgenommen, aber die Livestream-Leute, die haben gar kein Livestream gesehen und ich habe es nicht gemerkt. War natürlich für die Livestream-Leute schlecht, aber war jetzt nicht so schlimm. Wir haben es ja auch aufgenommen. Im Notfall konnten dann die Livestream-Leute nächsten Tag das dann zumindest auf Video sehen. Also war jetzt nicht alles verloren, kann man sagen. Hopfen und Malz waren nicht ganz verloren. So. Ja, komm doch, geht doch los. Weiter. Achtung, also Natalu, schlaf schön, träum mal schönes. Wir hören jetzt auch gleich auf. Wir machen noch das Duschmanöver und dann schauen wir mal, wo wir zum Abschluss kommen. Nicht zum Abschluss, zum Abschluss. Genau, da sind ja auch beide fast essensfertig und so. Sag mal, ist die mit dem Kochen? Nein, sie isst ja schon. Oh nein, wir haben Pack aus den Augen verloren. Sie sitzt am Essentisch und isst schon. Verdammter Mist, sie isst ja schon. Sie sollten beide zusammen essen, damit sie liebevoll miteinander werden und alles. Oh nein, Mann, so ein Mist. Vor lauter Erotik mit Red haben wir ganz Pack aus den Augen verloren. Und sie ist jetzt satt. Na, nochmal wird die doch nicht essen. Scheiße. Das war wichtig gewesen. Das ist ganz wichtig mit dem Essen. Vor lauter Porno mit Red haben wir Pack aus den Augen verloren. Ah. Mist. Hör auf jetzt mit dem Essen. Dann geh dich kurz ausruhen. Dann wirst du noch dicker, Mensch. Oh! Mist! Das ist ganz wichtig mit dem Essen, Leute. Das ist ein ganz wichtiges Hit-Ding. Das ist so, als würdest du praktisch zu lange bei Lohn im Shopcenter stehen. Naja, nicht im Jobcenter, sondern im Shop stehen. Kacke. Oder würdest du bei Counter-Strike ohne Waffe losmarschieren? Genau so schlimm ist es jetzt hier gerade. Das ist genauso schlimm, als würdest du bei Counter-Strike ohne Waffe losrennen. Mist! Oh! Ich kann mich gar nicht aufregen, weil ich gerade Red sehe. Komm, wir gucken noch ein bisschen, wir spannen noch ein bisschen. Lass uns durch die Blume noch mal. Oh, also durch die Brüste noch Red sehen, das ist ein bisschen zu viel für mich. Also das ist dann ein... Oh, ich sehe ein Kopfchen. Warte mal, von wo kann man dann gucken? Unauffällig. Ja, durchs Fenster. Wir gucken durchs Fenster. Wir sind der perverse Nachbar. Nein, doch. Ja, Mann, wir sind der perverse Nachbar. Könnt ihr das sehen? Ja, Mann, wir sind der perverse Nachbar. Nein, wieso denn? Nur weil wir jetzt eine Frau beim Duschen zusehen, sind wir ja noch lange nicht pervers, oder? Wenn eine Schönheit duscht, warum darf man da nicht zugucken? Man tut ja da niemanden. Warte mal, können wir da durch noch andere Fenster?
Ja, wir sind jetzt die Gamer von der anderen Seite. Komm, wir sind die Gamer von der anderen Seite. Ja, mal hier. Ja, Baby, gib uns die Dusche. Woohoo. Yeah, dein Raid ist fertig. Nein, noch nicht, Leute, ich komm gleich. Pass auf, du wirst getauert. Nein, ich kann nicht. Die Kollegen rufen schon, die Gamer-Kollegen. Baby. Fang ich an zu sabbern sogar. Fang ich sogar an zu sabbern. So, na gut. Sie hat ihren Spaß. Dann lassen wir sie wieder umziehen. Und zwar, wo ist Triple X? Wir wollten ja nur mal das Manöver sehen. Ein bisschen Spaß muss sein. Und noch ein bisschen mehr Spaß. Oh. Ach so, warte mal. Dann kann sie... Sie hatte gekocht. Dann kann sie schnell das Abwaschen gehen. Genau. Nein, nicht du, Triple X. Oh, du machst da wieder alles richtig. Warte mal, dann machst du auf den Sprung zu... Links siehst du auf den Sprung auf, bei der Kommode aus. Nein, nicht du. Du. Triple X, wo bist du? Da. Triple X und dann schnell abwaschen und dann können die beiden vielleicht nochmal, wenn wir Glück haben, zusammen essen. Wenn wir Glück haben, ich hoffe es. Wenn wir Glück haben. Na los, Red, gib Gas. Solange die noch schläft da. Was machst du? Was machst du? Also, ich dachte, die wollen telefonieren. Oh, habt ihr gesehen, wie sie gerannt ist? Lalalala. Sie ist so ein Sonnenblumenmädchen, so. Lalalala. Red, du machst uns ein wenig Angst, weil du bist eigentlich so eine russische Freiheitskämpferin oder sowas mit einem Hacker und läufst hier wie so ein Blumenmädchen rum. Als hättest du so viel, irgendwie, keine Ahnung, zu viel Flower Power oder so. Schauen wir mal, wie Frauen abwaschen. Ja? Denn Frauen waschen anders ab als Männer. Gucken wir uns das mal genauer an. Aha, so machen die das. Schon fertig. Das ging aber schnell. Dann geh mal kurz zum Telefon. Oder was auch, geh mal kurz da hinten hin. Zack, derweil kann sie schon mal aufstehen und vielleicht schaffen wir nochmal zu essen. Wahrscheinlich eher nicht, aber vielleicht haben wir Glück. Vielleicht haben wir Glück, Mann. Oder nee, Quatsch. Naja, wir machen es anders. Und zwar, du nimmst dir jetzt gleich mal Essen. Und... Oder wir machen was auf... Du läufst mal kurz einmal hier, einmal dahin. Da, so geht das nicht. Nochmal, wir brauchen ein bisschen Zeit. Wir müssen ein bisschen Zeit schon, bis die andere wach geworden und aktiviert ist und alles. Einmal dahin und wieder zurück essen holen. Derweil kann sie schon mal wach werden. So, sie wach werden und dann kann sie auch loslegen. Und zwar einmal dahin gehen. Aufstehen. Hoffentlich ist sie mit. Zack, und jetzt du. Bitte es mit. Du hast doch bestimmt Hunger. Bitte. Ist sie mit? Sie ist mit. Vielleicht nicht so lange, aber sie ist mit. Das ist schon mal wichtig. Das ist wichtig, weil dann damit die zwischenmenschlichen Beziehungen stattfinden. Okay, und an der Stelle hören wir dann nämlich auch auf. Und wir warten, ob sie sich hingesetzt hat. Ordnung muss sein. So, wunderbar. Hier können wir den Abend schließen, sozusagen bei den Lesbo-Bärts. Friedlich und freudig verabschieden wir uns von Ihnen. Sagen, lebt wohl, Lesbo-Bärts, das hat wieder mal einen Riesenspaß mit euch. Guck mal, wow. Was Sie beide gerade denken, da gehen wir dann drauf ein beim nächsten Mal. Die Sonne geht unter, oder? Ja, es ist 20.58 Uhr. Am Firmament geht langsam die Sonne unter. Und die Lesbo-Bärts sagen, gute Nacht, liebe Zuschauer. Schön gesagt, oder? Seid mal ehrlich. Mensch, das war spontan schön gereimt gerade. So, wir tun was, bevor wir ein Foto machen. So. Ja, das brauche ich. Ich schneide es dann als Cover raus. Übrigens, ich habe schon ein Cover für LOL. Und zwar Garen versus Garen. Hä? Garen gegen Garen. So, abspeichern. Ganz wichtig, abspeichern. Na 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 na. Schnabberdi bu bu bu. Und raus. Macht's gut. Schade, aber wir haben Red schon mal duschen gesehen. Oh, Backekuchen. Ja, Mann, Baby. Gib uns die Dusche. Als Gamer. Wir haben als Gamer geguckt. Gamer machen sowas. Noch ein neues Klischee aufmachen. Ja, wir ziehen alle Klischees durch den Kakao, so richtig. Ja, Mann. Gut, wunderschön. Das war wunderschön. Zack, wieder zurück. Sieht so komisch aus. Nee, warte mal. Ich mach mal gleich erstmal so zurück. Sonst vergesse ich und dann mache ich das morgen wieder während der Bums. Ich meine, jetzt mach ich es jetzt wegen der Aufnahme. Nee, ich mach das nämlich raus. Das ist doof. Lass mal so. Mach mal. Muss ich mal, wenn ich draußen bin.
So, also für die YouTube-Leute erstmal die Aufnahme beenden. Für die YouTube-Leute erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und ja, mal sehen, wie es weitergeht mit den Lesbo-Bärs. Ein bisschen sind wir wieder vorangekommen. Seht ihr, und deswegen haben wir uns auch ein klein wenig Geld gescheatet, weil wir immer nur nicht so viel machen, dass wir überhaupt erstmal was kaufen konnten. Ich glaube, wir müssen uns sogar noch ein paar Sachen kaufen. Aber im Moment kann ich nicht drüber nachdenken, weil ich gerade auf Töpfchen schon wieder muss. So, ich beende erstmal die Aufnahme und wir sehen uns im Netz.